Sweethearts Café. Davon habe ich schon was gehört. Hier kannst du dir selber Sachen aussuchen. Und hier gibt es auch dieses sagenumwobene Melonenbrot, was die Leute hier in Japan scheinbar mögen. Na, ich koste es einfach mal. Ich habe viel zu viel gerade gekauft. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Das meiste werde ich wohl mitnehmen und zu Hause probieren. Also das ist das versprochene Melonenbrot. Das ist ein Custardbrot. Ich bin mir nicht sicher, wie ich Custard gerade übersetzen soll. Das sind Bananen-Walnuss-Cupcakes, zwei Stück. Ich hoffe, die überleben noch sogar bis zu Hause. Und es ist zweimal Nachtisch, einmal Grape Jelly und einmal ein Strawberry Minnie Mouse Nachtisch. Guck mal, der sieht doch lecker aus. Ich glaube, über den mache ich mich sofort her. Vergiss das Mittagessen, wir machen mit dem Nachtisch weiter. Ich berichte hinterher. Ups. Ja, beide Nachtische weg. Nach der total übersüßten Mini. Ich meine, die war lecker, aber sehr süß. War danach das Grape Jelly regelrecht eine Erholung. Ich hatte das Gefühl, da war kein Zucker zusätzlich zugesetzt. Also das war nur die Süße der Trauben und das hat auch ganz lecker nach Trauben geschmeckt. Das würde ich sagen, gut gemacht. Das könnte man sich nochmal holen, aber nein, tue ich natürlich heute nicht. Ich habe ja noch genügend viele andere Sachen, von denen ich nicht weiß, ob sie bis nach Hause in ein paar Tagen wirklich überleben. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt weitergehen. Hübsch! Tja, das scheint ja auch noch anders zu sein als sonst. Ich kenne das halt so aus den USA und auch aus Paris, dass hier im Schloss drin diese Kinder-Rides sind, wie halt Pinocchio oder Peter Pan. Und hier sind die halt neben dem Schloss. Da bin ich mal gespannt, was dann entsprechend im Schloss ist. Ah, gar nichts. Das ist ganz flach und nur als Durchgang geplant. Auch interessant. Na, ich glaube, ich habe heute genug gegessen. Also für diese Tageszeit, vielleicht später, dass ich da noch irgend sowas will. Aber nach dem Süßkram mag ich jetzt nicht irgendwie sowas Herzhaftes hinterher schieben. Nein, die stehen nicht für irgendeine Attraktion an, sondern für Popcorn. Soy Sauce and Butter Popcorn. Scheint hier echt alles in zu sein. Okay, ja, um mich zu erholen, gehe ich jetzt erst einmal in die Arkade rein, suche mir ein nettes Plätzchen zum Hinsetzen und ruhe meine Füße aus. Ja, frisch erholt schlendere ich jetzt nochmal durch die Arkade, durch die Läden erstmal. Mal gucken, der Regen hat nämlich noch nicht ganz aufgehört. Du Heilige. Hunderte Tassen, Gläser und Schüsseln. Oh, hier gibt es natürlich auch was, was es bei uns so nicht gibt irgendwie. Also weder in Paris noch in den USA. Chopsticks, Stäbchen. Cool. Ja, aber als ich gesagt habe, ich hätte gerne ein paar schöne aus Japan mitgebracht, hatte ich nicht an Disney-Teile gedacht. Yummy. Kekse. Na, das ist ja was für so ein quasi Krümelmonster wie mich. Natürlich, das obligatorische Halloween-Special. Ah, da hinten steht noch mehr für Halloween. Sieht lecker aus, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Im Gegensatz dazu, na, wie genial ist das denn? Honigbaumkuchen. Ich wusste nicht, dass Baumkuchen nicht ins Englische übersetzt wird. Und das sieht sogar ein bisschen danach aus. Ha, cool. Da hätte ich ja fast Lust, welchen von hier mitzunehmen. Einfach nur, um den Vergleich zu haben. Na, mal schauen. Okay. Ja, es wäre wirklich hilfreich beim Auswählen,
der essbaren Souvenirs. Ja, wie soll ich sagen, wenn ich wüsste, was es ist. Ich meine, Schokolade, das schlichte Original wahrscheinlich und Erdbeere, aber was? Kuchen einfach, oder nicht? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ist unglaublich schwer, sich hier für irgendwas zu entscheiden. Was mir gerade einfällt, das kann man natürlich noch als Tasche für einen kleinen Fotoapparat nutzen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich damit zum Beispiel jetzt verreisen würde oder wandern würde. Ja, wie gesagt, ich mag Winnie the Pooh, aber so sehr dann auch wieder nicht, dass ich mit dem Teil über die Straße gehen würde. Ich hatte ganz niedliche gesehen von Duffy, die waren, sagen wir, von den Farben her auch etwas unauffälliger, die könnte man nehmen. Hey, aber wie wär's damit? Bin mir nicht sicher, wem ich das vermachen könnte. Um Himmels Willen. Naja, aber für Kinder trotzdem eine niedliche Idee. Ah ja, ich brauche eine kleine Pause abseits vom Trubel und werde hier mal mit der Bahn fahren. Also es gibt hier eine Bahn, die beiden Resorts, denn dieses Disneyland ist ja nur eins. Es gibt noch ein Disney Sea, aber leider kriegt man keine Karte, die für beide Parks gilt. Das heißt, ich müsste für den zweiten Park nochmal Eintritt zahlen. Und ja, das habe ich nicht vor. Von daher, genau, werde ich jetzt mit der Bahn einmal rumfahren und einen Blick auf das Disney Sea einfach erhaschen und in der, ja, ich weiß gar nicht, wie es hier heißt. Es gibt immer noch so eine Shoppingstraße außerhalb, wo es im Allgemeinen ruhiger ist und wo man ein nettes Plätzchen findet, wo man sich mal niederlassen kann, weil hier ist das so gut wie unmöglich. Na, gucken wir mal hoch. Wobei, hier ist nur wieder gar nichts los. Und der große Schwung scheint auch im Park drin zu sein. Hier draußen herrscht echt Ruhe. Ja, was ja auch nett ist. Wie gesagt, einfach mal gucken mit der Bahn. Ich habe keine Ahnung, ob die jeder benutzen darf oder ob man da noch ein paar Yen für zahlen muss. Aber das wäre es mir dann auch wert. Ah ja. Waren ein paar schöne Stunden. Tickets, ah ja. Ist also nicht für umsonst. Egal. Tickets, 11 Tickets. Ich habe gerade keine Ahnung. Heißt das, ich könnte auch mit meiner Karte hier fahren? Da muss ich mal gucken. Our next stop is Bayside Station. Please disembark here for the Tokyo Disney Resort official hotel. Oh ja, doch nicht so viel heute los. Schöner großer leerer Parkplatz. Ist immer ein gutes Zeichen. Hier auf der anderen Seite sind dann ja eine Menge Hotels untergebracht. Tage länger hier wäre, würde ich da auch mal reingehen aus reiner Neugierde. Das soll wirklich total anders sein und steht wohl nicht vollständig unter der Kontrolle von Disney. Das heißt, da gibt es Souvenirs, die hier in Japan nur für diesen Park hergestellt werden, die du nirgends anders kriegen kannst. Mal gucken, ob wir noch... Ja.
Wow, da haben sie sich echt viel Mühe gegeben, das möglichst originalgetreu nachzubauen. Bin mir nicht sicher, aber das sieht ein bisschen nach irgendeiner uralten italienischen Stadt aus. Cool. Our next stop is Resort Gateway Station. Please disembark here for JR Maihama Station, Xperia and the Disney Ambassador Hotel. Ja, ein Stück blauer Himmel. Tja, tschüss Tokyo Disneyland. Das ist ein Linkai-Kohlen, das ist ein Linkai-Kohlen, oder? Das ist ein Linkai-Kohlen.